Digga, so ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute machen wir wieder ein bisschen was und gucken uns was an, in Anlehnung an ein Video, das ich schon mal gemacht habe. Und zwar jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich Risiko und Monopoly verabscheue, Siedler von Catan, die ganzen uralten Sachen, die natürlich wichtig waren, um die Grundsteine für unser heutiges Hobby zu legen, die aber so schlecht gealtert sind, dass man die heute wirklich gar keinem empfehlen kann und ich im Nachhinein auch gar nicht so verstehe, warum man das früher so gesuchtet hat. Vielleicht, weil es nichts Besseres gab. Ich habe aber in der Vergangenheit mal ein Video zu Monopoly Gamer gemacht. Warum Monopoly Gamer? Tatsächlich sind das so die Sachen bei mir auf der Arbeit, auf der Förderschule, da spielen die Kinder so Uno und so Sachen und da ist es dann irgendwie schon ganz cool, mal ein bisschen Abwechslung zu haben und da war so ein Monopoly Gamer irgendwie schon ganz nice. Mario kennt jeder und ist irgendwie auch so ein bisschen Fan davon. Ich meine, das hat so damals, als ich meinen ersten Gameboy hatte, hatte ich Super Mario Land. Das war halt einfach cool und ich bin in die Super Mario Generation und in Anlehnung daran möchte ich heute gerne mit euch meinen Blick auf Monopoly Gamer Mario Kart werfen. Das ganze Ding ist auch irgendwie von Hasbro und steht hier überhaupt drauf, mit wie vielen Leuten man das zocken kann. Wir haben es bisher immer nur zu viert gespielt. Gucken wir gleich mal. Ja, hier steht es auf jeden Fall nur zu viert, aber man kann es auf jeden Fall auch mit mehreren zocken. Es gibt nämlich noch so Erweiterungen, dass man noch mehrere Figuren hat. Ich habe davon auf jeden Fall auch ein paar. Und ja, ich würde sagen, da gucken wir jetzt erstmal rein. Braucht man das? Kann das was oder kann das nichts? Was ihr hier seht, ist der komplette Spielaufbau. Der ist auch schnell gemacht. Jeder sucht sich einfach einen Fahrer aus. Es gibt hier im Grundspiel 1, 2, 3, 4 Stück. Es gibt aber auch noch so Packs mit Erweiterungsfahrer. Ich habe hier an der Stelle auch noch einfach 4. Die sind hinten ein bisschen multilingual. Da steht aber immer nur die jeweilige Supersternfähigkeit drauf, die hier hinten auch am Start ist. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich nehme mir jetzt einfach mal Peach und Mario, die hier gegeneinander fahren. Ich habe hier einmal Peach und hier einmal Mario. Die anderen spielen alle nicht mit. Die kommen weg. Jeder kriegt eine 5er und 5 einer Startmünzen am Anfang. Andere Münzen werden hier in die Reserve gelegt. Es gibt den Zahlenwürfel und den Power-Up-Würfel. Und es gibt hier noch die Bananen. Dann gibt es die Rennkarten. Und hier hinten gibt es einmal noch die Grundstücke. Ihr seht schon, Monopoly findet ihr hier einfach die Grundstücke in den verschiedenen Farben, die ihr auch so findet. Jeder hat noch eine Spezialfähigkeit, die Supersternfähigkeit. Und zwar muss man immer diesen Powerwürfel würfeln. Da gibt es hier unten noch so einen Power-Up-Boost, einen speziellen. Und zwar der Mario kriegt, wenn er dieses Dreier-Münzsymbol würfelt, nimm dir 3 Münzen oder ziehe bis zu 3 zusätzliche Felder. Und bei der Peach ist es so, wenn sie den blauen Panzer würfelt, wähle 2 Spieler aus, die jeweils 3 Münzen ablegen müssen. Und hier die Supersternfähigkeit ist immer, wenn man hier auf so einen Stern kommt. Bei der Peach ist es so, am Ende deines Zuges darfst du nochmal würfeln mit dem Power-Up würfeln und die Aktion ausführen. Bei Mario ist es so, nimm dir 3 Münzen, würfel dann mit dem Zahlenwürfel und ziehe noch einmal, befolge die Regeln dieses Spielplanfeldes. Soweit, so gut. Ich lege dir einfach mal zur Übersicht einfach hier vorne hin. Dann geht's los. Ich fahre einfach mal mit dem Mario los. Also, zack, er darf ein Feld gehen und hat einen grünen Panzer. Die Power-Up-Fähigkeiten stehen alle hier auf so einer separaten Karte. Dann nimmt sich auch jeder eine Übersicht. Da kann man immer nachlesen, was abgeht. Der Spieler vor dir muss 3 Münzen ablegen. Aktuell ist Peach noch nicht losgefahren. Es ist keiner vor mir. Dann habe ich Pech gehabt. So, dann ist Peach dran, würfelt, darf auch ein Feld fahren und hat auch wieder den grünen Panzer. Und es passiert wieder überhaupt nichts. Was wir noch vergessen haben, natürlich, sobald man hier einmal drauf ist, darf man die Grundstückskarte kaufen, Mario Kart Stadion, und das kauft keiner von beiden. Dann ist wieder der Mario dran, der fährt 1, 2 nach vorne und hat den Blitz. Und wenn man den Blitz würfelt, müssen alle anderen Spieler eine Münze ablegen auf ihrem Feld. Das heißt, Peach verliert eine Münze hier auf dem Feld. Dann ist Peach wieder dran, fährt 1, 2, 3. Das ist ein Sonderfeld, da darf man einmal mit dem Zahlenwürfel würfeln und kriegt so viele Münzen wie der Zahlenwürfel zeigt, das wären in dem Fall 5, packe ich mir hier drauf. Und mit dem blauen Panzer darf ich irgendeinen Mitspieler abschießen, der 3 Münzen verliert. In dem Fall ist es natürlich dann unser Gegenspieler, der Mario. Und dann geht es weiter, der Mario ist wieder dran,
Eins, zwei, drei. Löst seine Superfähigkeit aus und hat noch seine Power-Up-Boost. Nimm dir drei Münzen oder ziehe bis zu drei zusätzliche Felder. Er nimmt hier erstmal diese drei Münzen und nimmt sich einfach nochmal drei zusätzliche Münzen. So. Und darf dann seine Superstehenfähigkeit benutzen. Nimm dir drei Münzen, würfle dann mit dem Zahlenwürfel und heiz nochmal. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Steinblock, wenn man hier landet, legt man zwei Münzen ab. Gut, schadet uns jetzt nicht. Dann ist Peach wieder dran. Die fliegt 1, 2, 3, 4, nur zu Besuch im Gefängnis und hat eine Banane und legt jetzt eine Banane einfach mal auf ein Feld. Das legt sie hier hin, weil immer wenn ein Spieler auf eine Banane kommt, muss er dann da anhalten. So, jetzt der Mario wieder dran. Der geht jetzt einen nach vorne. Ah, zack. Muss auf der Banane anhalten, entschließt sich aber jetzt die Grusel-Wusel-Villa zu kaufen. Hat ja richtig viel Geld und die kostet ihn, lass mal gucken, 2 Geld. Das heißt, er legt die ab und nimmt sich jetzt die Grusel-Wusel-Villa. Die Banane ist platt gefahren, wird abgegeben. Außerdem darf er hier noch einen beliebigen Spieler mit dem Panzer wieder anschießen und schießt natürlich die Peach ab, die lässt hier draußen drei Münzen fallen. Und so weiter und so fort, so geht das ganze Ding immer ab. Hier auf dem Power-Up-Boost darf man nochmal den Zahlenwürfel würfeln und einmal nach vorne heizen. Wenn man ins Gefängnis gehen muss, bleibt man hier drin stehen, muss so lange würfeln, bis man eine 6 hat. Oder, fünf Münzen bezahlen, dann kommt man raus. Wenn man rauskommt, darf man auch direkt die Münzen nehmen, die hier drauf sind. Das gilt allgemein. Hier einfach bei jedem Feld. So, damit habt ihr eigentlich alles schon gesehen. Wenn man auf ein Feld von jemand anders kommt, dann muss man die Miete zahlen, die da drauf steht. Und natürlich erhöht die sich, wie bei Monopoly, wenn man die ganze Farbgruppe hat, angenommen, der Mario hat jetzt die beiden Orangen hier, dann müsste man 4 zahlen. Ansonsten müsste Peach hier immer nur 2 zahlen, wenn sie hier drauf kommt. Kleine Besonderheit, wenn wir hier hinten vorbeikommen am Start, gibt es 2 Geld und dann wird ein Rennen gefahren. Dann drehen wir die oberste Karte auf, das ist das erste Rennen, zahle ein Geld, um teilzunehmen und dann wird einfach nur gewürfelt. Jeder würfelt mit dem Zahlenwürfel und wer die höchste Zahl hat, der kriegt dann den ersten, zweiten oder dritten Platz. Hier nimm dir das günstigste freie Grundstück als erster Platz. Beim zweiten nimm dir drei Münzen von der Bank oder beim vierten wirf einen grünen Panzer. Dann gibt es Punkte. Wenn alle Rennen gefahren worden sind, dann wird einfach durchgezählt, wie viele Punkte hat man durch die Grundstücke, wie viel hat man durch die Rennen und jeweils 10 Münzen sind auch noch, jeweils 5 Münzen sind auch nochmal 10 Punkte wert und das ist es auf jeden Fall auch schon gegeben. Äußerst unspektakulär, aber ja, ich wollte es euch trotzdem mal zeigen. Springen wir direkt mal zum Fazit. Bam, Monopoly Gamer Mario Kart. Ja, eigentlich könnte ich jetzt das Fazit aus dem anderen Video schneiden und hier hinter dranhängen. Das mache ich natürlich nicht, weil es sind sehr, sehr, sehr ähnliche Spiele. Ich kann direkt vorgreifen und sagen, wenn man das eine hat, braucht man das andere auf gar keinen Fall. Fraglich ist natürlich, ob man dieses Spiel überhaupt braucht. Ich kann das schon guten Gewissens empfehlen, wenn man mit Kindern spielt. Für Erwachsene kann das als Absacker auch ein-, zweimal lustig sein. Aber dann ist der Ofen da auch aus. Es ist natürlich cool, die Miniaturen sind irgendwie cool, mit denen man da rumheizt. Sie sind ja halt eben auch farbig. Es hat auch nur im entferntesten Sinne was mit Monopoly zu tun. Also man geht auf diese Straßen und kauft die und dann, wenn einer draufkommt, muss man dann da irgendwie bezahlen. Dann hat man natürlich aus dem Mario Kart das mit den Bananen so ein bisschen rausgeklaut, um die Panzer zu verschießen. Das gab es aber in einem anderen Monopoly Gamer auch schon und nur, dass man halt eben am Ende, wenn man über loskommt, dann einmal diese Karte, so ein Rennen zieht und das dann einmal würfelt, wer das dann irgendwie gewinnt, wenn man sich da seine Startposition eingekauft hat. Das ist natürlich sehr, sehr schwach irgendwie einfach nur geregelt und wirkt auf jeden Fall aufgesetzt und ja, von daher kann man das auf jeden Fall getrost vernachlässigen. Wenn ihr Kinder habt, wie gesagt, holt euch Monopoly Gamer oder das Mario Kart, ist eigentlich komplett ganz egal. Bei dem anderen ist ja so, dass wir anstatt die Rennen die Bosse haben, die wir da bekämpfen müssen. Und ja, das ist dann auf jeden Fall auch gewesen. Viel mehr kann und möchte ich da auch überhaupt gar nicht zu sagen. Da muss sich jeder selber sein Bild zu machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann, Leute. Ciao.